Elena Schiernenko rechnet nicht damit, ihrer großen Liebe zu begegnen, als sie mal wieder World of Warcraft zockt. Aber die Stimme des neuen Teamleaders haut sie einfach um. In der Stimme war halt schon eine gewisse Wärme zu spüren. Und die war halt, mag ja generell so eher so tiefe Stimmen. Und das war mir halt von vornherein einfach irgendwie sympathisch. Und ja, das war halt so der Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, möchte ich auf jeden Fall näher kennenlernen. Also finde ich interessant. Anfangs weiß niemand in der Community, dass Elena eine Frau ist. In der von Männern dominierten Welt der Online-Gamer möchte sie nicht auffallen und hält sich im Teamspeak lieber zurück. Doch dann stellt sie eine Frage zur Spieltaktik. Und schnell entwickeln sich daraus längere Gespräche mit ihrem WoW-Prinzen. Immer über die Teamspeak-Funktion des Spiels. Beim ersten Treffen im Real Life dann ist schnell alles klar. Also erstmal habe ich dann gedacht, okay, der sieht ja 10-mal besser aus als auf dem Bild. Hatte halt ein schönes Lächeln, tolle Augen. Und ich glaube, dem ging es halt genauso. Also er hat mich dann gesehen und dachte, vielleicht, wahrscheinlich besser als auf dem Bild. Das ist jetzt 7 Jahre her. Seitdem ist Elena Schiernenko mit ihrer World of Warcraft-Liebe zusammen. Ihr Beispiel zeigt, wie offline auch, lauert die Liebe im Netz überall und wartet nicht unbedingt beim digitalen Tanztee auf den klassischen Datingportalen. Besonders Facebook hat sich zu einem echten Hotspot für die Netzliebe entwickelt. Das kann auch Richard Lemke bestätigen. Er forscht über Internetsexualität und weiß, warum das Netz der ideale Tummelplatz für Liebessuchende ist. Der sogenannte Online-Enthemmungseffekt, den man vielerorts im Netz beobachten kann, ist in Herzensangelegenheiten sehr nützlich. Denn manchmal hilft es, wenn der potenzielle Partner nicht wirklich da ist, während man mit ihm kommuniziert. Eben weil ich ihn nicht face-to-face sehe, nicht sehe, ob er vielleicht kritisch guckt, das Gesicht verzieht, wenn ich etwas sage. Die Enthemmung online hat aber auch damit zu tun, dass ich über eine Nachricht länger nachdenken kann und heikle Sachen vielleicht auch andeuten kann und so formulieren, dass ich auch erstmal austesten kann, was das bei meinem Gegenüber auslöst. Jemanden bei Facebook anzustupsen, ist also viel einfacher, als nach der Telefonnummer zu fragen und tatsächlich anzurufen. Und auch eine virtuelle Abfuhr verkraftet man leichter, als ein Nein ins Gesicht gesagt zu bekommen. Also online einen Korb zu bekommen, ist natürlich weniger konsequenzenreich. Also denn ich bin ja nicht aus dem Haus gegangen, habe mich extra schön gemacht, vielleicht große Erwartungen an den Abend gehabt, sondern es war nicht mit viel Aufwand verbunden, da mich drauf einzulassen. Und soziale Netzwerke oder andere Online-Communities haben einen echten Vorteil gegenüber Parship, Neu.de oder Elitepartner. Die Leute sind dort ehrlicher. Schließlich geht es nicht an erster Stelle darum, potenzielle Partner zu beeindrucken. Hemmungsloses Übertreiben ist also überflüssig. Auch Ruben Haas hat keine Lust auf langweilige Dates über Datingportale. Die sind ihm zu teuer, zu umständlich und zu weit weg vom echten Leben. Seine App Embrace soll das ändern. Ich like eine Person, das ist erstmal anonym. Ich brauche mir auch keine Blöße geben, die man direkt anschreiben, sondern bekomme positives Feedback, wenn mich die Person auch interessant und attraktiv findet. Auf diesem Hop- oder Top-Prinzip basieren auch die älteren Dating-Apps Tinder oder Grindr. Etwas oberflächlich könnte man denken, aber auch im richtigen Leben entscheiden oft die ersten paar Sekunden über Anziehung oder Abstoßung. Wem das zu banal ist, der kann sich bei Embrace einer Challenge stellen, um das Herz des Traumpartners zu erobern. Die Challenge war, was würdest du machen, um auf ein Date mit mir zu gehen? Und die Person hatte sich ein Tattoo gemacht mit den Initialen. Also das war schon eine krasse Sache. Und definitiv was fürs Leben. Dass die Liebe im Netz neue Wege beschreitet, bedeutet nicht, dass Datingportale schon der Vergangenheit angehören. Laut Branchenverband Bitkom sind immer noch 4 Millionen Deutsche im Online-Dating aktiv. Aber Facebook und Gamer-Communities sind auf dem Vormarsch. Denn wer wirklich sucht, der kann auch in einem Nachtelfen seinen Seelenpartner entdecken.